Nur damit ihr Bescheid wisst, es ist Jack the Ripper geworden. Sich wieder auf deine Seite. Und der Vortrag, wenn du nicht online anschaust, als bei YouTube, und ich wusste, was er meinte. Rüber Doch. Hat mir recht gegeben. Schön. Hast du mir Seiten gewechselt? Wir stehen da. Es gibt keine Seiten. Wenn wir uns scheiden lassen, kriegen wir beide Rübe. Gar nicht. Wir halten dann jeweils unseren Stream-Channel vor sie und sagen dann, komm her, Rübe, komm her. Komm zu in meine Community. Bei mir kriegst du auch VIP. Ich stelle mir das gerade vor. Wir machen jeder unseren eigenen Channel und gehen dann gleichzeitig an und sagen, komm rüber, komm. Ja, look at that. Dann sag ich, bei mir gibt's den Sponsor Kekse. Was aber kein Sponsor Kekse. Ich bediene die Kurve. Das wäre eine glatte Lüge. Auf und ich hebe die Plattform an. Lügen kann ich auch. Lügen kann ich ohne Rutschen mehr. Ich dachte, ich bekomme die Hasen. Nee, bitte? Nee, sorry. Hasen sind unverkäuflich. Die werden auch nicht, geht es nicht geteilt. Getrennt, meinst du? Ja. Die werden, natürlich teilen wir die Hasen nicht. Helfen Sie mir hoch. Boah, Alter. Du hast echt nicht das doppelte Lottchen gesehen. Gelesen. Gesehen. Warum sollte ich? Diese Geschichte ist uninteressant. Weil das Schulliteratur ist aus der also. Es ist so viel Schulliteratur und es das heißt nicht, dass es grundlegend gut ist. Weiterführende Schulzeit. Was hat Terry Pratchett gesagt? Er möchte niemals, dass seine Bücher Schulliteratur werden. Ganz ehrlich, das wäre mir auch zu anstrengend. Was denn? Wie in die Welt Einkaufszentren entstehen, ist doch toll. Die Hörbücher sind definitiv besser zu hören, als das Ding zu lesen. Nee, zu lesen fand ich alles Sense echt gut. Das hätte ich jetzt verkackt. Hochziehen. Dann hättest du jetzt einen deiner Spieler schon getötet. Kommt der dann nicht mehr wieder? Nein, das bei dem ist es, bei deinen Dark Picture Anthology ist das doch so. Ach so, ja. Dann, ja. Schnell. Ich bin mal gespannt, was dieses Kraxel jetzt alles bedeutet. Bin kurz was essen. Lass dir schmecken. Bis dann. Guten Appetit, Rube. Ja, dafür brauche ich jetzt kein Scharfschützengewehr. Einer hat eine Fernzündung. Wo immer auf. Autsch. Das war unglaublich. Das kann man machen. Mit K. Mit K. Und nicht mit CK. Nee, das wollte ich nochmal machen. Guten Rüben. Nee, Marc ist doch heute bei seinen Eltern gerade. Was? Hat er vorhin geschrieben. Bei seinen Ellis. Weiß wieder mehr als ich. Ich denke, der ist zu Hause bei Pia. Pia ist auch da. Ach so. Stimmt. Doch, da war was. Ich erinnere mich. Also, ich mag ja so Shoot-Einlagen. Auch gar nicht? Überhaupt nicht. Die Fiole geht aber auch einfach nicht her, ne? Ich habe ihm die Granate an den Kopf geworfen. Verdammt! Ich bin unter Beschuss! Ah. Nee, der Typ da muss erstmal sterben. Ich hab niemanden getroffen! Ich brauch mal kurz Hilfe bei einem. Bei was? Bei einem Problem, was ich habe. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Doch, das geht. Das ist ganz einfach.
Müsst mir nur sagen, wie ich das rüberbringen soll. Ich glaube, da unten ist noch jemand. Ja, da. Da. Wache getroffen! Da hinten? Nee, da nicht, das war ein Brett. Entschuldigung. Oben auf dem Kran. Oben auf dem Kran. Okay, warte, dann brauche ich jetzt aber das Scharfschützengewehr. Ah! Ich habe es im Rücken. Im Rücken! Oh! Er ist verwundet. Verwundet ist er da, wo es blinkt, vermutlich. Treffer versenkt. Das Deck ist sicher. Wir sollten weiter. Das stimmt. Ich glaube, von unten kommen wir zur anderen Seite. Munition vielleicht suchen, eventuell. Und die Leute natürlich dann auch. Wundervoll. Verdammt! Das war schlecht, Honey. Geht das nur mit dem Scharfschützengewehr? Ja, besser. Es geht halt mit dem Scharfschützengewehr besser. Na, mit dem kann ich so gar nicht. Hier wird es lernen, weil hier kannst du immer schön zurückgehen. Okay, ja komm, dann mach. L2 zielen. Ja. R2 schießen. Und auf, wenn du hier drauf drückst, dann zoomst du. Aha. Wenn du hier drauf drückst, holst du Luft an. Wache getroffen! Scheiße! Es war gar nicht im Fahnenkreuz. Oh, gut, lassen wir das. Siehst du noch wen? Du könntest kurz das Zielfernrohr wegnehmen, dann würdest du noch sehen, ob jemand rumläuft. Wegnehmen. L2 loslassen. Siehst du wen? Da läuft gerade keiner mehr. Man hört sie zwar noch, aber es läuft gerade keiner mehr. Soll ich die Waffe hier aufnehmen? Das muss. Ne, die Handfeuerwaffe brauchst du nicht aufnehmen. Okay. Kannst du überlegen, ob du eine Waffe. Vielleicht beim Scharfschützengewehr erstmal bleiben. Hier ist überall noch. Du sagst mir, wenn du eine willst. Ne? Jeden Moment können mehr Wachen kommen. Also ich glaube, ich habe gerade alle Munition aufgenommen. Achso, dann könnte ich hier nochmal eben. Nee, du hast gerade wirklich alles aufgenommen. Nachladen. Achso. So. Jetzt müsstest du sie noch suchen. Wo denn? Kannst Steuerkreuz nach oben. Ah, ne, Entschuldigung. Wo war das? Was suchst du denn, Schatz? Es gibt irgendwo einen Button, wo du siehst, wo die ist. Witzig. Was war das denn? Weiß ich nicht. Ich hab L1 gedrückt. Guck mal. Ah, okay, da hast du so eine Art langsamen Schuss. Hab ich auch noch nie benutzt jetzt. Guck mal. Gehen wir schnell nach unten. Jeden Moment können mehr Wachen kommen. Das Problem ist halt, dein Umgucken sorgt nicht dafür, dass ich einen Überblick hab. Ja, dann hier. Ich hab ja jetzt geübt, was ich üben sollte. Ich nehme diese Kurbel. Sieh die anderen. Buschen! Push die Wodka. Ich kann jetzt kurz mein Problem erläutern. Wenn du möchtest, klar. Ja, jetzt kommt doch mal eine Story. Also eigentlich warten wir kurz. Schön, dass sie ihn einfach vorgehen lässt. Sie ist eine Königin. Von was? Westindien? Indien? Na los. Sie gehen an Bord des Schiffs. Achtung, wir müssen durch sie hindurch. Da rein. Und dann gibt's wieder Schießen. X nochmal. Da wechselt man jetzt auf die Handfeuerwaffe. Und geht in Deckung. Okay, von wo kam das denn jetzt? Das ist sie. Okay. Gott, hat er Angst. Das ist sie. Aber wo kommt es denn her? Lade nach! Das ist
Haltet sie fest, während ich vorrücke! Guck mal nach da oben. Nein, ohne Visieren. Ich gehe Deckung. Stehe unter Beschuss. Ich sehe aber trotzdem nichts. Haltet sie auf. Auf deiner Ebene, meinte ich. Ich sehe nichts, woher das kommt. Und alles von unten, meiner Meinung nach. Nee. Das ist doch jetzt sie, oder nicht? Okay. Da ist niemand. Ach, Kumpel. Haltet sie auf, während ich mich im Reichweite gebe. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Der hört sich nämlich sehr nah an. Na, dann schieß weiter unten. Ich wollte gerade sagen, wenn du anvisierst, ne, und das ist dir zu nah, ja. Ich wollte gerade gucken, ob du noch weiter raus kannst. Das sie ist schießt sie. Unter dir. Ja, aber der steht ja anscheinend genau. Ja, aber dann wechselt man die Position. Ja. Guck. Da ist er. Jetzt ist er da wieder rumgelaufen. Ich glaube, die gehen einen Weg. Der kommt nachher da doch wieder da aus. Ich gebe dir Deckung. Ah, oh, gegen den Pfosten. Kompanie Mann getroffen. Oh, verdammt. Da. Verdammt. Scharfschützengewehr. Hast du nicht eben noch gesagt, du magst das Scharfschützengewehr nicht? Ja, das andere verzieht aber wieder so. Ich mag dieses eine Gewehr lieber, aber das hast du ja. Weil ich das automatische nicht. Oder. Nee, dieses, was wir mit zuerst hatten. Mehr Wachen, die Rampe runter. Nicht die Automatik, die verzieht doch so. Das ist jetzt sehr ungünstig, wie du stehst. Vor allem, dass du. Zentergranate! Total ungünstig. Verfluchte Granate! Besser. Willst du weitermachen? Nee, mach gerade. Ziel erledigt! Gehen wir weiter! Ich sehe einen Weg rüber! Also pass auf, wir haben doch jemand Neues auf Arbeit. Ja. Und ich hatte mich mit Rika vorgestellt. Mhm. Jetzt hat die aber warum auch immer angefangen, mich Ricarda zu nennen. Wie sage ich ihr nett und höflich, dass ich das bitte sein lassen soll? Guck mal hier, warte. Das. Was denn jetzt? Ob das Gewehr es war. Nee, das war eine kleinere. Das war sowas nicht. Ach, du meinst eine Handfeuerwaffe, die du mochtest? Wahrscheinlich, ja. Obwohl, die ist auch nicht schlecht. Okay. Behalt die. Aber es hat das Scharfschützengewehr weggetan. Das ist ja nicht schlimm. Okay, gut, dann. Wenn ich hier mehr im Infight bin. Hier lang. Sag ihr doch einfach, wenn sie das nächste Mal sagt, hier, hör mal zu, Rika ist mir wirklich lieber. Also nenn so mich ganz einfach Rika. Locker, so. Genau. Okay. Nenn mich einfach Rika. Ricarda hat mich meine Mutter genannt, wenn sie geschimpft hat. Ich fällt dir bei den bedrang ich meine Chefin, das kannst du mich gerne Rika nennen. Nö. Sag einfach, nenn mich einfach Rika, das ist mir lieber. Okay. Was ist daran seltsam? Die Kompanie exportiert das Waffen in die ganze Welt. Das ist jetzt mal wie so ein Schlag. So eine Ohrfeige. Greater Union. Mhm. Ich habe Durst. Ich möchte trinken. Dock 4. Ein Rabe. Honey. Mhm. Die Kekse können meine Gelüste gerade nicht stillen. Ja. Es ist doch seltsam, dass die Wachen bis an die Zähne mit den neuesten Waffen ausgerüstet sind. Hier ist aber was im Haus, was es kann.
Ach, das, was du für mich geholt hast? Ja, das, ich wollte doch gerade sagen, es gehört nicht mir. Dann solltest du es nicht anfassen. Ich möchte das jetzt auch nicht anfassen ohne deine Erlaubnis. Ja, wenn du mir die Flasche gibst, schenke ich dir ein. Das Wasser willst du hier nicht. Guck mal, ich habe mitgedacht. Auf mein Zeichen. Das war mutig, Ricarda. Das wäre beinahe auf die Tastatur gegangen. Seht ihr das? Nee, ne? Ein sehr schlechtes Omen. Bestimmt wollen sie sich neu gruppieren. Uns bleibt wohl nur ein kleines Zeitfenster, bevor sie zurückkommen. Jetzt! Der Beweis, Frau! Wie Sie wünschen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Mhm. Ich glaube, irgendwas mit Werwolf. Aber was? Wir nehmen mal ein paar Granaten mit, wenn sie hier schon liegen. Hm. Wer weiß, wozu man 2-3 Granaten brauchen könnte. Ich finde das merkwürdig, dass ich hier uns nicht sehe. Ne? Das war sei doch Körper. Umso froher, weil dann verbraucht das nicht so viel Strom. Danke für 2 Jahre Mannershut. Besonderes Event. 31 Zuschauer. Sag ich doch. Da ist die Anna nämlich gerade. Ja, und der Erik und der DMS und R5. Und R5, genau. Was jetzt? Untersucht die Ladung. Sucht nach auffälligen Kennzeichen auf den Kisten. Die Kisten, die wir suchen, haben das Abzeichen der Kompanie auf der Seite. Was ist denn das Abzeichen der Kompanie? Das ist eine gute Frage. Achten Sie auf das Abzeichen. Es ist ein roter Stempel. Da. Danke. Nichts. Nö. Nee, das war nur ein Griffe. Nichts. Wir müssen eins finden, das wir erreichen können. Also unten. Nein, nicht da. Nichts. Da. Hab ich dich. Hier, das muss es sein, was wir suchen. Heben wir diese herunter. Vampire. War denn Brech das lassen. Doch bitte schon, wo ein Werwolf da, ein Vampir? Nein, ich habe gesagt, ich habe die Folge so genannt. Ach so. Ich dachte, die heißen wirklich so. Nein, sie trifft Folge. Sehen Sie hin, Ritter. Das ist das Übel, gegen das wir kämpfen. Vampire. Ja! Aber ja! Die Halbblüter festigen ihre Macht. Mit dem Schutz der Lykaner in ihrem Land verbreiten Lord Hastings und seine Vampirbrut ihre Seuche. Lord Hastings, er kann keiner von ihnen sein. Viele in Whitechapel haben ihren noblen Lord spät in der Nacht auf der Jagd nach gefallenen Frauen beobachtet. Die Rippermorde. So nennen sie doch. Wie konnte sich der Mörder ihrer Meinung nach Commissioner Doyles Fangnetzen so lange entziehen? Whitechapel ist zum Nährboden der Brut geworden. Aber wie passt das mit Werwölfen zusammen? Wo ein Werwolf, da ein Vampir. Ich hab's dir gesagt und ich hab mich nicht gespoilert. Ich hab noch nicht meinen Trailer angeguckt. Wie viele von denen sind noch hier? Ich weiß das. Die Logik geht einfach immer wieder auf. Genug, um eine Stadt zu verseuchen. Allerdings funktioniert sie nicht andersrum. Wo ein Vampir, da ein Werwolf. Ja. Da gibt es leider genug Vampirfilme, wo kein Werwolf vorkommt. Aber andersrum ist es leider. Oh, mehr Leichen? Mehr Vampire. Hilf Lakshmi, die Kisten zu zerstören. Lass mich diese Fracht zerstören. Hier drüben. Ich habe Treibstoff gefunden. Ich hier auch. Wir können diese Folge ein paar Minuten länger machen.
Und danach dann... Nee, ich würde die Folge dann noch beenden, eine machen und dann ist gut. Echt? Noch eine? Ja, jetzt wird's doch gerade spannend. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ach so. Das weiß ich nicht. Ich zünde die hier an. Bereiten Sie andere vor. Also die bereitet vor und du zündest... Also, hey, oh, alleine gekonnt. Ernsthaft? Ja. Kam da gerade jemand rein? Nein, aber der Vampir darin lebt ja. Nein, an der Tür. Das sah gerade so aus, ob da jemand sich bewegen. Erledigt. Hier drüben. Ja. Dass du selber auch ein Vampir bist. Los, durch das schwarze Wasser? Ich suche nach etwas, um Ihnen zu helfen. Hier ist eine Leiter. Wie überaus praktisch und zufällig. In modernen Spielen wäre es jetzt so gewesen, dass ich jetzt warten muss und jetzt gleich so ein Vampir auf mich zukommt und ich ihn noch erschießen muss. Hier ist noch ein Treibstofftank. Da ist eine Granate, Schatz. Wofür könnte ich wohl diese Granaten gebrauchen? Und ein Gewehr. Du hast die Granate nicht aufgenommen. Ach, hatte ich doch gerade. Nein. Dann waren da mehrere. Siehst du, ich bin voll mit Granaten. Ah, das ist eine Granatenkiste. Okay, der hier kann angezündet werden. Sehen wir nach dem Rest. Also gut. Los, übernehmen Sie die restliche Fracht. Ich kümmere mich um die. Verdammt! Vor allen Dingen ist dann immer noch die Frage, wer war zuerst da, der Werwolf oder der Vampir? Vielleicht arbeiten die zusammen. Unwahrscheinlich. Das ist sehr selten der Fall. Oh, diese Sektion brennt! Da sie beide das gleiche Nahrungsmittel benutzen, ist es immer bleiben so. Bleiben Sie unten! Ich gehe in Deckung! Das ist Feindsache. Das ist mir ein bisschen zu wenig Munition gerade. Granate! Ja, ich kann die Granate auch zurückwerfen, okay. Da war Munition, glaube ich. Nur für die Granate. Also da, wo ich mitgegangen ist, hat's, glaube ich, keinen mitgenommen. Ziel erledigt! Na komm, da war doch noch einer. Dachte ich eigentlich auch. Wir müssen da runter. So, hier ist eine richtige Munitionskiste. Ich zünde die Kisten an! Lenken Sie sie ab! Ja, aber die Frage... Jeder Schuss ein Treffer. Die Frage ist, bringen die Vampire nach Indien? Oder kommen die aus Indien nach... London? Nach London. Aber warum sollten die... Ja gut, in Indien ist natürlich ganz viel frisches Fleisch. Mehr macht. Gehen wir jetzt schnell. Bist du so müde? Ja, deswegen. Ja, dann machen wir es noch 10 Minuten länger und dann. Ja, und sowas dachte ich halt. Ich weiß, dass es gerade spannend ist, aber. Uns läuft die Zeit davon. Ich gehe so schnell ich kann. Meine Konzentration lässt gerade noch. Das ist mein Problem.
muss für einen 24-Stunden-Stream eigentlich trainieren. Eigentlich? Was hat der denn da probiert? Kompaniemann getroffen! Kompaniemann getroffen? Kompanie? Ich denke, wieso hat der hätte doch jemanden getroffen? Wieso hat der Berlinmann getroffen? Meine Nase. Mal kurz das Bild nehmen. Warum? Weil meine Nase juckt. Ja, mach doch Cam off. Cam, ja? Cam off! Wo steht Cam off? Sehen Sie nächstes Mal da. Wir sind gleich, wir sind eigentlich da. Aber das muss jetzt keiner sehen. Nichts passiert. Jens ist nur gestorben und Rika sitzt wieder auf dem Stuhl, ganz merkwürdig, weil das Recaro eigentlich ihre Lehne ist. Ich sitze hier sehr bequem, danke. Es läuft die Zeit ab. Oh, verdammt. Ich muss nachladen. Ich weiß, du bist kein Fan von so Shootouts. Nee. Aber ein paar habe ich hier auch schon gemacht. Aber dafür habe ich jetzt echt gerade keine Konzentration mehr. Also ich wäre auch nie... Normalerweise auch nie jetzt so... Also ich glaube, wenn man so nur so 2 Stunden spielt, also ich glaube, danach wird meine Konzentration hin. Ich habe mich jetzt leicht durch meine eigene Granate getötet. Ah, Gott. Das ist schlecht. Wieso machst du sowas? Weil ich dumm bin. Und nichts wert. Depression oder ich? Nein, also wie gesagt, ich wäre eh jetzt nicht so ein Spieler, ob ich dir da 4-5 Stunden am Stück spielen kann. Ja gut, da habe ich ja kein Problem mit. Das ist nicht... Wobei bei Among Us geht das. Da kann ich zum Beispiel nicht, da langweilt es mich irgendwann. Boah, nee, es funktioniert. Wir kennen doch jetzt mehr Leute. Soll ich mal fragen, ob die mitspielen? Wache getroffen! Der Typ mit den Granaten, der nervt mich. Den kriege ich gerade nicht kalt. Mit dem Erschießen, meinst du? Mhm. Weil der auch wieder so einen dummen Helm trägt. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie aber kannst du den nicht an der Brust dann erschießen und nicht auf den Helm? Und so. Wir müssen doch auch mehr, also mehreren Stellen zu töten. Du musst jetzt alles nochmal machen. Ja. Wache ausgeschaltet! Okay, warte. Hier brennt alles. Ich gehe in den nächsten Bereich. Ich Warte. Der eine ist unten. Der eine liegt am Boden, aber ich glaube, was bin ich? Der ist tot. Der ist tot. Ziel erledigt! Scheiße. Was ist denn das? Ich sehe nicht. Doch, neben mir. Scheiße. Getroffen. Jetzt kommen da wieder welche? Da ist einer mit Helm. Versuch dir mal am
Granate raus! Der ist nicht tot. Bleib in Deckung. Ja. Wird das Flugzeug jetzt noch weiterlaufen oder weiter? Weiter? Jetzt haben wir ihn. Da bin ich ja auch für besorgt. Du hast keine Munition mehr. Verdammt, hab ich auch gerade gemerkt. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Danke. So, den haben wir auch. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen. Ah. Bravissimo! Wollen wir Rübe das Geheimnis verraten oder wollen wir sie... Welches? Das war die letzte. Was in den Lagerkisten war. Siehst du? Na, sie ist ja gerade essen. Oh. Ja. Ich habe gesagt, ich weiß von nicht mehr. Ich war der Meinung, es ginge hier nur so um Werwölfe. Und ich habe das die ganze Zeit vermutet. Ich habe gedacht, ja gut, vielleicht hast du wirklich Unrecht. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich Unrecht hätte. Hinter dir. Aber dass ich dann so Recht hatte, das war für mich auch selber sehr überraschend. Das wäre jetzt schon wieder mich hochstressen. Was bedeutet dieses X? Dass ich eigentlich ausweichen müsste. Ich lade nach! Ja, bin ich schnell genug ans X gekommen. Ich hasse so Sachen, weil die kannst du halt nicht gut bekämpfen, die Typen. Das sind die Oberlykaner, ne? Nee, das war ja halt. Ach, hier habe ich keine Munition für. Und dann gehen wir dahin. Ah, von hinten auch noch. Lade nach! Ich hab's nicht recht. Ich will halt immer auch noch schießen. Doch, eigentlich schon. Noch. Wo ist sie eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Wenn du in diesem Blut warm bist, dann sehe ich sowieso gefühlt nichts mehr. Dein Sichtfenster wird hier immer kleiner. Kannst du dich vielleicht mal heilen? Und da müsste ich ja Ruhe finden. Die finde ich ja nicht. Das wäre mir jetzt schon wieder zu blöd. Da würde ich das Spiel schon abbrechen. Spätestens an der Stelle. Zu. Das ist doch nervtötend. Ich mach so eine Stelle nicht 20.000 Mal. Autsch. Das sind also anscheinend zwei. Nee. Das ist einer. Bin ich der Meinung. Ja, bleib doch einfach da mal. Der läuft nur. Guck. Der läuft eine Runde. Nein, das sind zwei. Der wäre ja viel zu schnell für. Ja, bei Gott. Ja. Da. Verdammt. Na, wieder da. Ja. Ja? Da, links. Rechts. Den haben wir. Ja. Links. Sag ich nicht, sind zwei. Okay, du hast recht. Und der lebt noch. Minus 1.
weiß zwar nicht, um wen es ging, aber die Personen könnten kein Vampir sein, sonst würde die Kamera sich nicht aufnehmen. Das macht zwei. Sie nicht aufnehmen, das stimmt. Hier drüben ist eine Tür. Wobei, ich habe die Theorie gehört, ich weiß, dass, oder die Theorie, dass Rani, eigentlich Vampire heutzutage zu sehen sind. Rani, im Spiegel. Nein. Weil damals wurden noch Spiegel mit Silber beschichtet, um zu reflektieren. Das wird heutzutage nicht mehr gemacht. Nee. Ja! Ja! Wie Eddie und der Grizzly! Wie Eddie und der Grizzly! Wieder interessant, Erika, keine Ironie. Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Es ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Danke. Wir müssen fliehen. So funktioniert das. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Sind Lykaner nicht meistens Diener von denen? Nein. Oh Gott, ich muss doch echt mal... Also laut Underworld? Ja, dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Von wem sollen die Diener sein? Das verraten wir dir nicht. Nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Lykaner von Vampiren. Leben Sie wohl, Ritter. Ernsthaft? Was denn? Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich sie? Wir haben eben noch gesagt, dass wir es vielleicht nicht ihr verraten. Warum denn jetzt? Namen, nicht, weil das so viel lustiger ist. Das ist doch unfair. Nein, es ist nicht lustig. Ich sehe daran das Vergnügen nicht. Das siehst du nie. Kapitel 10. Wie viel hat das nochmal? 16. Great. Also noch 6. Was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Easy. Bleib sofort stehen. Mindestens. Ich hab dich in Whitechapel gesehen. Dankeschön, Rika. Was? Du bist mir gefolgt? Ich will nur bei der Scheidung, dass du zu ihr gehst. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Nein. Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Den Werwolf. Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist, Herrgott, sag's mir. Na, so viel hat er jetzt nicht gemacht in der Zeit. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Er hat seinen Freund verloren und danach Recherche betrieben. Sieh! Holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Meinst du, er wird deswegen festgenommen? Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich glaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. Klar, weil sie dich überführen will. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Aber es war klar, dass sie diese Anspielung einbauen. Kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen? Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereinte Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen.
Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Ob er einer ist? Könnte natürlich sein. Also gut. Ich habe das auch schon gedacht, wie er einfach nur jedem da vertrauen kann. Naja, du denkst aber ja nicht in erster Linie, dass der Orden, in dem du arbeitest oder für den du wenn lebst stimmt, seit Jahrhunderten... Sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester? Die Idee, welche in seiner Stimme, dass welche ich sie da nicht reinziehen. S.H.I.E.L.D. hat auch gedacht, dass... Wer dann? Die wussten ja bis dato nicht mal, dass Vampire existieren. Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Oder noch existieren. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Hübsch. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Die Animation im Gesicht echt gut, ne? Mhm. Oh. Schon Kapitel 11, okay. Wir sind da. Ich jetzt noch wüsste, wann der Anfang war. Weil ich Hintereingang glaub, zum Gelände. 26. Oktober. Könnte man sagen. So, dann würde ich nämlich sagen, mit dieser Infiltration machen wir in der nächsten Session weiter. Und ich vermute mal, dass wir uns dann Richtung Finale schon bewegt haben. Kann ja sein. Ja, wenn jetzt gerade dieses eine Gespräch ein Kapitel war. Ja gut, das... Ne? Ne? Naja, dann würde ich einfach sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit The Order 1886. Ich finde das Spiel bis jetzt sehr interessant, die ich Thematik auch. Cool. Die Zwischensequenzen sind auch gar nicht nervtötend irgendwie, ne? Ich mag sowas ja sowieso. Ja, es gibt auch Spiele, wo die Zwischensequenzen vielleicht mal ein bisschen nervtötend sind, weil sie halt viel unnützen Kram erzählen. Ja. Aber hier ist es halt viel Charakterbuilding. Und bei mir ist jetzt schon der Gedanke, ich finde es schade, dass es davon bis jetzt keinen zweiten Teil gibt. Aber naja. Das beunruhigt mich immer noch zutiefst, ne, ja. Diese Info. Deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Au revoir, Dicker.